Ich bin Lisa, bin 25 Jahre alt und arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer kardiologischen Station. Vor 3 Jahren bin ich in den DBFK eingetreten und seitdem auch Mitglied in der AG Junge Pflege. Ja, wir sind eine Arbeitsgruppe vom DBFK und bei uns sind Auszubildende Mitglied, Studierende, Berufseinsteigende. Also das Jung hat gar nicht immer so unbedingt was mit dem Alter zu tun, auch wenn die meisten bei uns jung sind. Wir halten Vorträge, wir organisieren eigene Kongresse, wir treten in Kontakt mit PolitikerInnen und anderen EntscheidungsträgerInnen. Genau. Organisation ist dabei für mich das Stichwort. Wir sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und halten uns selber klein oder wir werden auch von anderen Berufsgruppen klein gehalten. Wir haben eigentlich so eine große Macht, der wir uns, finde ich, manchmal gar nicht so bewusst sind. Und wir sind kein Assistenzberuf, wir sind eine eigene Profession. Wir verdienen eine eigene Selbstverwaltung, damit wir ein gemeinsames Sprachrohr haben und der Politik klipp und klar machen können, was wir brauchen und was gute Pflege oder was eine gute Pflege durch gute Rahmenbedingungen bedeutet. Wir sollten unsere Macht nicht für interne Grabenkämpfe benutzen, sondern dafür nutzen, um unsere Profession noch weiter voranzutreiben.